Das rote und das gelbe ist mein Klassenlevel. Genau. Also die erste Zahl ist dein Charakterlevel, die zweite ist dein Klassenlevel. Ja, wenn ich jetzt auf Magier wechseln würde, dann wäre das wieder auf 1. Wäre das wieder auf 1. Moment mal. Wenn du dann aber wieder zurück wechselst, ist es halt wieder auf dem, ne? Da will ich wechseln. Moment, wie mache ich das? Ah doch, jetzt. Palim. Ist jetzt ein Priester. Willst du Priester zocken? Ich habe keine Ahnung, ich weiß nicht, wo die anderen sind. Welche anderen? Ich hab nur Priester. Ich habe nichts ja, anderes. Ja, Priester und Krieger und Magier. Wo ist denn Magier? Du musst auf K gehen und dann stehst du auf Klassenliste. So, und dann stehen da ja so Abkürzel. Was für Guck, da steht ja Nahkampfschaden, Distanzschaden, Heilung und Magieschaden. Da klickst du auf Magieschaden, dann ist da der Magier. Ach, geh doch mal weg. Ey, was? Ja, ist ja okay, meine Güte. Auf was für... Wo soll ich drauf gehen? Magieschaden, da ist der Magier. Boah, Mann! Okay, war's das jetzt endlich? Danke. Nee, das war's schon mal nicht. Doch. Du kannst nur alle 20 Sekunden deine Klasse wechseln, ne? Da gibt's ja so ein Zeitlimit. Bin ich jetzt blöd? Ich hab keinen Magier. Du musst einen Magier haben, klar. Du, wo bist du? Guck mal, du bist doch... Du Ach, bist auf Klassenliste. Ja, klar, klar. Schon gut, schon gut. Ja. Boah, bis man sich immer zurechtgefunden hat. Ja, wenn du einmal hast... Also das Spiel blind zu zocken ist, finde ich jetzt nicht so besonders prickelnd. Beim nächsten Mal informiere ich mich lieber vorher erst. Ja, oder spiel's wenigstens einmal an, weil jetzt irgendwie... Weißt du, du erklärst und ich spiele hier... Ich weiß ich nicht. Ich finde mich hier gar nicht zurecht. So. Ja, aber stell dir mal vor, du würdest es komplett blind zocken ohne mich. Das wäre noch schlimmer. Nee, dann hätte ich mir das ja wahrscheinlich alles durchgelesen und hätte es dann selber mehr oder minder erklärt bekommen und hätte es dann auch verstanden. Also nicht, dass ich jetzt sagen will, ich will nicht mit dir zusammenzocken, ist ja Blödsinn. Ich laufe die ganze Zeit über dich drüber. Ich merk's. Hier rum. Okay. Balim? Okay, Quest machen. Boah, jetzt steht hier wieder 100.000 Fähigkeiten, die ich erlernt habe, ey. Ja, die musst du alle runterziehen, aber... Ach, mach scheiße, stimmt ja. Rechts ist ja das Interface von 1 bis 5, beziehungsweise bis 0, ne? Ja. Drück da rechts auf das Plus und zieh die da drüber, weil da drüber kannst du die hin und her schieben, aber nicht, wenn du die unten in dem Interface hast. Da steht dann aber C1. Ja, ist ja egal, da musst du draufklicken, um die zu aktivieren. Aber ich bin jetzt bin ich echt am Überlegen, soll ich weiterhin Magier machen? Ey, wie kriege ich denn? Ich bin gerade echt zu blöd zu allem. Warte kurz. Ach, zurück, mein Gott. Wie kriege ich die denn da überhaupt runtergezogen? Linksklick drauf, dann einfach nur auf nicht gedrückt halten, einfach nur draufklicken und dann unten auch draufklicken. Ach klar, mein Gott. Ja, ist halt schon irgendwie schwierig. Ja, aufheben mache ich so, das brauche ich da nicht. Also unten kann ich die nicht mehr verschieben, aber will ich hier eigentlich auch gar nicht. Du kannst sie nie mehr verschieben. Na ja, gut. Ich würde die erstmal oben testen, ne? Was die so machen. Ja, und dann halt kannst du halt gucken. Hilf mir! Ja, gut. Bitte? Ich weiß nicht, soll ich jetzt weiterhin Krieger machen oder weiterhin so ein Magier? Ja, ich weiß es nicht. Das bleibt ja dir überlassen, was du machen möchtest. Ja, ich bin echt über. Ich würde gerne auch halt wieder den Dieb machen, ne? Ja, den finde ich auch am interessantesten, muss ich sagen. Ja, Kampfhund oder Magierhund? Ist jetzt die Frage. Ja, ich nehme den Kampfhund, ich mache später einen Dieb. Ah, Sekunde! Ich muss kurz. So.
aus dir. Ein Racker hier ein bisschen. Ach, ich komme nicht mehr hin. Palim. So, und jetzt gehst du halt einfach aufs Inventar, machst einen Rechtsklick auf den Hund und dann rennt er die ganze Zeit hinter dir her und sammelt alles auf. Steht da ein Haustier von Xeltaras. Rechtsklick. Nice. Ja, sammle Magierschleim von Regenbogenqualle. Ja, die sind hier unten. Hast du denn auch überhaupt einen Stab? Nee, du hast immer noch ein Schwert in der Hand. Das ist ziemlich sinnlos, jetzt mit Magier zu kämpfen. Nee, ich bin Kampfmagier. Das Schwert bringt dir aber nicht viel. Ja gut, ist ja egal. Glaub ich. Problem, ich hab nichts anderes. Zumindest für den Moment nicht, oder? Magisches Gefäß. Ich glaube nicht, dass mir das irgendwas bringt. Warum ist es auf einmal so dunkel? Ja, hier wird auch Nacht. Pum. Pum. Bin ich jetzt einfach mal so frei. Kann ich dann überhaupt... Doch, ich kann angreifen. Natürlich kann ich angreifen. Ist doch gar kein Problem. Auch mit den Skills? Ja. Pum. Bam. Nein. Oh, wir haben schon alle, ne? Du brauchst nur 3 Stück. Toi, toi. Was war das? Kampfende. Ja, darauf wäre ich jetzt nicht gekommen. Und klick einfach auf da Antena Marie, dann rennen wir da automatisch. Mhm. Ach, wie war das? Schwimmen können die noch nicht? So tiefere Gewässer ist, geht noch nicht, ne? Naja. Ah, das machen die da. Ach, Entdeckung, ja, klar. Charakterlevel erhöht. Nächste Quest. Ich kann ihn noch nicht abgeben. Warum? Weil ich erst eine von diesen Magierschleim-Dingern habe. Ja, super. Warte mal, vielleicht hab ich welche. Nee. Ja, super, warum hast du das nicht gesagt? Weil ich das gerade bis gerade eben nicht gemerkt habe. Du bist immer so schnell. Jetzt dreh doch mal diese verdammte Kamera. Meine Güte. Wo rennt die hin? Ja, wieder mein zurück. Gott, ist gut. Ist gut, ist gut, ist gut. Was war das jetzt für ein Erfolg? Keine Ahnung. Wo ist mein Herzchen? Ja, jetzt bin ich immer schon Magier, bin ich jetzt auch Level 2. Ja, ich auch. Heißt. Ne, ich skill aber den Magier nicht, weil ich heb mir das Geld auf. Miss. Gib dir Miss. Problem beim Dieb halt ist, du musst immer 2 Waffen kaufen, ne? Also es ist nicht wie bei Perfect World, du kaufst ein Waffenpaar, sondern du musst jede Waffe einzeln kaufen. Hat allerdings den Vorteil, dass du 2 verschiedene Waffen tragen kannst, ne? Ja, finde ich doch gar nicht so schlecht. Habe ich auch kein Problem mit eigentlich. Ist eigentlich auch, ich finde es eigentlich cooler. Eben. Im Prinzip habe ich mich jetzt fast schon entschieden, wie es bei mir weitergeht. Warum? Ja, der Dieb war für mich von Anfang an sehr populär, finde ich. Na, also bestätigen. So, und jetzt müssen wir Hochfelspilsuide töten. Hochfelspilsuide. Okay. Ich habe auf automatisch Folgen, also. Ah ja, okay. Also läufst du mir hinterher, oder was? Ja, ja. Dann. Entdeckung, Sirenia Wald. Sind das diese grünen hier? Ja, ja, genau. Na toll.
Ich habe ja gar keine C3-Taste, das heißt, ich muss da immer mit der Maus draufklicken, damit der angreift. Ich mach das sowieso, ich mach das alles mit der Maus. Doch, das ist STRG und dann die Zahl, also das kannst du auch so machen, aber es ist halt ein bisschen dünn. Ja, ist irgendwie sehr umständlich, möchte ich mal sagen. Vier von fünf. Yep. Fünf von fünf. Hast du auch von diesen Sporen schon eine? Zählt die auch für dich? Nein. So, du musst hier diese Sporen, die hier immer am Straßenrand rumstehen, musst du halt einfach kaputt machen. Am Straßenrand rumstehen? Wo bist du? Ich stehe hier vor dir. Ach da, ja. Die spawnt gleich wieder hier. Die spawnt ja mal alles sehr schnell. Hier ist noch so eine. Guck hier die. Ach, Sprosse, nicht Spore. Hier die. Einfach draufklicken und dann töten. Ah, ja, Sekunde. Ach, scheiß Dreckskamera. Ey, ich komme mit dieser Kameraführung nicht klar, ganz ehrlich. Ja, einfach immer Rechtsklick. Man gewöhnt sich ja später sowieso an diesen Rechtsklick. Und wenn du Rechtsklick machst, dreht sich der Charakter ja mit. Davon muss jetzt noch eine töten. Die steht hier vorne. Gott. Kannst auch Magier-Skill draufballern. Und... Bumm. Hast du beide? Ich brauch zwei? Ja, geh ich mal von aus. Ja, guck doch einfach rechts, steht ja, doch da. Okay, dann zurück. Hast du auch alle Pilzoide? Ja. Ich find's halt jetzt cool, dass wir halt zusammen leveln können, ne? Ja, also im Prinzip ist, also wenn man hier zusammen anfängt und zusammen spielt, man hat ja sozusagen auch immer dieselben Quests. So, komplett, wenn du wirklich einen Dieb machen willst, dann mach auch auf Ausweichen-Punkte. Also da steht jetzt zwei Ausweichen-Punkte und zwei Genauigkeit-Punkte. Nimm die Ausweichen bei der Questbelohnung. Mhm. So, und dann... Oh, jetzt bekommen wir direkt die nächste. Voltaisches Herz. Und Kalksteingummi. Ah, das sind doch diese anderen großen Viecher, die da rum... Oh, Moment, hier war noch eine Quest, die wir annehmen können. Komm wieder zurück. Warte. Wow. Oh mein Gott. Hier von diesem komischen Bär. Zwei Stück sogar. Warte, wo bin ich? Wo bin ich denn jetzt? Verdammt. Du rennst gerade voll auf mich zu. Hier hinten. Ja, sehe ich. Der Bär, der hat noch zwei Stück. Da müssen wir nämlich auch fünf Kalkstein-Golems töten und wenn wir die, dann machen wir die zwei Quests direkt gleichzeitig, weißt du? Ja. So, und jetzt einfach auf Kalkstein-Golem oben auf die Quest drücken, dann werden wir ja automatisch dahin. Und diese Pilzwiede müssen wir auch wieder töten, also können wir die auch direkt auf den Weg mitnehmen. Kampfbeginn? Moment, wieso Kampfbeginn? Ja, wenn ich jemanden kämpfe, dann ist bei mir auch automatisch, ist bei dir auch automatisch Kampfbeginn. Da ist der nächste. Stirb. Los. Ja, genau. Hier rennt ein Level 30er rum und klaut uns die ganzen Mobs. Sowas finde ich voll assi, ohne Scheiß. Ja, ich merke das. Beim nächsten Mal nicht mehr, wenn ich die Viecher währenddessen draußen habe. Ja. So, hast du auch alle von den Pilzoiden ganz unten? Ja. Okay. Von den Golems brauchen wir dann noch welche. Ah, ich bin Level auf. Hey, ich hab einen neuen Skill. Schneesturm.
Oh, der ist so gut, ey. Das ist ein AOE-Skill. Aber den setze ich jetzt nicht ein. Weil dann bin ich so gut wie tot. Wir haben wir schon alle. Nee. Ja, aber wir müssen oben noch diese Dinge einsammeln. Was für Dinge? Die fallen lassen, die erste Quest oben. Da fehlt uns noch eins. Nein, mir nicht. Mir schon. Bei mir steht jetzt wieder, nee, beendet. Und au, ey! Du, 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 du. Bei mir steht jetzt schon wieder was von wegen diese Sporen und den diese Regenbogenquallen-Dinger sammeln. Warum? Ja, das ist eine, die kann man nochmal machen. Sekunde kurz. Wird rausgeschnitten. Hast du gerade irgendwas gesagt? Nee. Dann schneide ich den Part kurz raus. Okay, Glückwunsch zu deinem neuen Level. Bekanntmachung, der Kampf 3 gegen 3 ist jetzt eröffnet. Okay, wo bist du? Was machen wir? Wo bist du? Ja, ich bin hier immer noch mitten im Kampffeld sozusagen. Ach so, ja, ich wollte gerade diese Quallen suchen, weil die Sporen habe ich. Hast du auch alles bis auf die Quallen? Ja. Okay, dann einmal auf die Quallen klicken und dahin rennen. Ich wollte gerade sagen, die rannte so voll auf das tiefe Wasser zu. Tja, ah hier, Quallen. Aber warum müssen wir die nochmal töten? Wir hatten das doch gerade. Ja, wir können das nochmal machen. Achso. Warte, guck mal, AOE. Sekunde. Warte, ich will AOE. Komm schon. Und March! Nicht übel. Ja, aber toll, jetzt habe ich den Magier ja schon auf Level 5 und den Krieger wahrscheinlich immer noch auf Level 2. Fuck, ich sterbe. Oh nein! Er ist tot. Ihr wiederbelebt. Ja, so viel zu AOE, ne? Ja. Ja, ist halt am Anfang noch ein bisschen sinnlos, ne? Oh, fette Kiste. Darf ich hier voll weit aus? Oh, ich habe Eisenstiefel, kann ich mit denen überhaupt anfangen? Guck mal, geh mal drauf, guck mal, ob schwere Rüstung ist. Sekunde. Puff. Mahlzeit. Schon der zweite. Wo sind die? Gewebte Schuhe. Wo die sind. Okay, das sind die einzigen Schuhe, die ich habe. Schwere Rüstung? Nee, Stoffrüstung. Ja, dann kannst du sie anziehen. Ja, ich muss mir das gleich mal genauer angucken, alles. Was das so bringt. So, ich bin fertig. Aua! Ja, okay, das war jetzt vielleicht nicht so schlimm. Da vorne bist du. Ich gehe schon mal zurück zu Dellen, die Quest abgeben. Ja. Zu. Wo? Zu wem? Dellen heißt die. Ganz unten. Brauchst einfach nur drauf. Das ist dieser Bär gewesen. Ja. Ja, gut. Bin jetzt auch auf dem Weg. Ah, der ist ja nicht weit weg. Nee. Kann man während dem Laufen nicht ins... Doch, kann man doch. Wollte schon sagen. Ja, eigentlich die Magierrobe bringt mir nicht viel, aber die schwere Rüstung auch nicht. Ich spiele jetzt den Magier bis Level 15. Obwohl, ne, hier nehme ich jetzt gleich Kristallschwert. Achso, ja, benötigt die Level 8. Von daher. Was nimmst du? Kristallschwert kriegen wir bei der nächsten Quest, das nehme ich dann. Für den Krieg. Ach, der ist eigentlich auch unnötig. Mann. Ah, geht doch. Schon wieder in dem drin. Du bist komplett weg. Nur dem dein Schwert guckt aus seinem Bein raus.
voll gut. Ah, okay. Jetzt müssen wir noch mit Athena Marie, ist doch hier die, genau. Gewand. Panzerhelm. Dann nehmen wir erstmal das hier. Moment, sind wir mit dem eh weiter. Ich wollte gar nicht auf Magier gehen und bin mit Magier trotzdem schon Level 6. Oh. Da ist Skype abgeschmiert.